Moin Moin und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, wie ihr seht, bin ich am Porsche Experience Center hier in Leipzig und hole tatsächlich mein neues Auto ab. Aber wie der Tag dann so ablaufen wird und was auf mich zukommt und ob ich vielleicht überleben werde, das seht ihr hier im Video. Viel Spaß dabei. Ich nehme euch mit auf einen Tag mit mir. Abholung Porsche Taycan. Kommt! Ja, bevor es losgeht, kann ich jetzt nochmal eben die Chance nutzen. Hier ist tatsächlich wirklich gerade nichts los sozusagen. Mich bei den historischen Fahrzeugen umzusehen. Ihr seht hinter mir einen der ersten 911er überhaupt hier. Das 911er E-QP. Und Klassik trifft Moderne. Da ist der Taycan, den kennt ihr. Und den hole ich heute ab. Das ist schon ziemlich geil. Genießt die Bilder. Ja, Kenners, unverhofft kommt oft. Es geht jetzt mit dem Taycan 4S hier auf die Strecke. Zum Glück vor dem Frühstück. Ich habe noch nicht so viel gefrühstückt. Irgendwie war ich der Meinung, das kommt später. Aber ist in Ordnung. Also lass uns mal Taycan auf der Rundstrecke fahren hinten. So, ja. Ab geht's auf die Strecke. Seht ihr jetzt nicht? Ich habe neben mir einen Instruktor sitzen. Der sagt mir gleich, wie verblödet ich bin oder so. Gucken wir jetzt mal. Tempolimit gibt es wahrscheinlich keins. Nur hier in der Boxengasse, ja, 30. Okay. Hätte mich jetzt meine ersten 1000 Euro gekostet, waren 37. Okay, jetzt müssen wir hinten gucken, ob von hinten nichts kommt. Strecke ist frei. Strecke ist frei, okay. Schon mal gut, das ist ein 4S jetzt hier, das heißt Allrad, hat dementsprechend halt auch ein bisschen anderes Verhältnis wie mein normaler Taycan, den ich dann abhole. Die Strecke selber ist tatsächlich Formel 1 Format, sprich der hat auch ganz viele berühmte Kurven. Einer nähern wir uns jetzt, gucken ob ihr die erkennt. So, dass wir die Strecke leeren jetzt hier. So. Viel zu früh rein hier. Und dadurch, dass es jetzt in den sogenannten Busstop geht hier. Na, wer kennt Busstop? So richtig reinbremsen wie vorher. Hey, das ist unglaublich. Ist nicht mehr. Das ABS macht das mit. Ja, aber du merkst, du kannst ausbrechen oder so. Also, der ist so ruhig. Genau, der Schwerpunkt liegt ja nochmal 9 mm tiefer als der eines 911. Ja. Dadurch hast du natürlich eine perfekte Straßenlage. Jetzt wie viele Kilometer? Die große 100, 3,7. Also die, die wir jetzt haben, fahren die ganze Zeit? Jetzt fahren es 2,5. 2? 2,5, okay. Genau, wenn wir liegen, die denken auch mal, scheiß Elektro, ey. Viermal überholt jetzt. Ist für dich eine Umgewöhnung, plötzlich mal Elektro zu fahren auf der Strecke? Kein Geräusch mehr, nichts?
Ja, natürlich, klar. Also gerade eben das Audiophile ist natürlich erstmal weg. Ne? Also dieses, ja. Aber es war auch eine Umstellung, welchen Punch das Auto halt an. Also das war auch eine riesen Überraschung. Wir kannten das zwar schon auch vom 918 Spider. Ja gut, 918 Spider ist aber auch ein Supersportwagen, ne? Genau, aber da war halt so das erste Mal, dass man eben auch merkte, was eben Elektro eigentlich richtig leisten kann. Ja. Und dann kam natürlich der große Aha-Effekt, als wir das erste Mal eben im Taycan saßen. Ja, plötzlich hast du sowas für die Straße, ne? Also wirklich für die Straße, nicht wie vorher, wie du sagst, so 918er oder so. Ja. Sondern plötzlich hast du das, da kommt so ein Hayo wie ich, kauft sich so ein Taycan, ne? Also, dass du dann so Eventflächen, wo du dann eben ich sehe das gerade, ja genau, das Verübungen und so weiter hast. Okay, Porsche hat ja auch so ein Programm, wenn du ein Auto kaufst, kriegst du ja ein sogenanntes Porsche-Fahrerlebnis noch mit dazu. Ja. Einfach dein Auto besser kennenzulernen. Ja, genau. Das macht man auch hier. Ah, mega, sieht ja richtig aus wie das. Das Original. Alle die Platten original, wir waren da, haben die Platten ausgemessen. Wie geil ist das? Die Absätze denn? Genauso gemacht, dass du genau das gleiche audiophile Geräusch dabei hast. Ja. Haben wir im Endeffekt hier so gelb, da wo der gelbe Punkt ist, haben wir rein. Ja. Doch, einfach reinfallen lassen. Genau, und die Geschwindigkeit halten. Zu langsam werden, sonst rutscht runter. Ja. Ich kenne das von der Einfahrbahn in Bremen, im Werk Bremen. Das ist eine der stärksten Steilkurven Deutschlands. Ja. Die ist wirklich so, ne? Ja. Da musst du mindestens 80 fahren, sonst rutscht runter. Ja. Ach du Schande, okay. Das ist ja fast pilster Berg hier. Ja. Ja, so ihr Lieben, das war's von der Rennstrecke. Mega geil. Und jetzt wurde mir gesagt, ich soll hier zur Box Nummer 3 kommen. Hier ist die 4. Und sollte einfach mal anklopfen und gucken, was passiert. Ja, und Taycan habe ich gehört. So. Box geht auf. Ach, guck mal an. Guck mal an. Das wird er. Das wird meiner. So, meine Lieben. Noch gut verdeckt unter einem Tuch, aber lass uns doch mal einfach jetzt gucken, was unter dem Tuch ist. Oh, Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll hier. Das ist er. Das ist er. Guck mal. Mega, oder? Ja, Teil einer solchen Werksabholung ist es natürlich auch dann einmal die Werksbesichtigung zu machen. Hier wird zwar nicht der Taycan gebaut, aber trotzdem interessiert mich das als alten Autobauer ja total, wie Porsche zum Beispiel Fahrzeuge zusammen montiert. Und insofern freue ich mich jetzt mega drauf und dann gibt es auch noch ein schönes Mittagessen. Ja, ob ich bei der Werksführung filmen darf, denke ich mal nicht. Und von daher rechnet da mal nicht mit Bilder. Mal gucken, ob ich so ein paar kleine Footages bekomme. Aber ist ja auch egal. Könnt ihr euch selber mal angucken. Kommt einfach nach Leipzig, nimmt an der Werkführung teil. Thank you.
So, ihr Lieben, ja, Übergabe erfolgt. Jetzt steht das Auto hier auf diesem wunderschönen Fotospot. Und ja, ich bin, also ihr seht es, ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ich freue mich da jetzt wirklich richtig drauf. Mal sehen. Es ist kein Leasingfahrzeug. Insofern, ich weiß noch gar nicht, wie lange ich ihn fahre. Das kann noch 3 Jahre werden. Aber guckt es euch an. Ist das nicht echt ein bildhübsches Auto? Ich kann einen Ofe dafür stehen, dass er sich den genommen hat. Weil es ist einfach... Ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich hoffe, euch hat das jetzt so ein bisschen hier gefallen. Für mich war es ein geiler Tag. Also allein auch das Erlebnis auf der Strecke... endlich mal wieder auf einer Strecke zu sein, das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn man sich dann natürlich am Anfang ein bisschen zurückhält und alles, aber nachher war das schon... er hatte Winterreifen drauf, das hört man, das merkt man so ein bisschen, aber hat super Spaß gemacht. Naja, und jetzt habe ich mit dem Auto Spaß hier. Tja, ihr seht also, ist schon geil. So, es gibt so ein bisschen Bilder von dem Auto und dann sehen wir uns demnächst hier auf dem Kanal. Ciao!